Herzlich willkommen zu einer Folge Pokémon Let's Go für die Nintendo Switch. Es geht um die Statuswerte. Bekanntlicherweise gibt es die Statuswerte KP, Angriff, Spezialangriff, Verteidigung, Spezialverteidigung und Initiative. Das sind einige mehr als in Pokémon Go. Jedes Pokémon hat unterschiedliche Basiswerte, die auf diese Statuswerte unterschiedlich verteilt sind. Zusätzlich zu diesen Basiswerten gibt es auch IVs, beziehungsweise werden sie auch DVs genannt. Also IVs sind Individual Values und DVs sind Determined Values. Pro Statuswert gibt es dann 31 Punkte. In Pokémon Go kennt ihr das, dort sind es aber nur 15 Punkte pro Statuswert. Einen großen Unterschied gibt es in Let's Go, dass man diese Werte tatsächlich verändern kann. Und zwar mit Kronkorken. Wenn ihr wissen wollt, wie man Kronkorken bekommt, also farmen kann, dann schaut mal bei Poketen vorbei, der hat aktuell ein Video dazu gemacht. In den vorherigen Editionen von Pokémon konnte man auch noch Fleißpunkte verteilen. Das heißt nochmal zusätzliche Verstärkung auf die einzelnen Statuswerte. Diese Fleißpunkte gibt es aber in Pokémon Let's Go nicht mehr. Diese Fleißpunkte werden auch oft EVs genannt. Dafür habe ich jetzt gerade die Übersetzung nicht, also es ist nur eine Abkürzung. Also entweder EVs, FP oder Fleißpunkte, wie auch immer, konnte man seine Statuswerte durch Items oder Kämpfen verbessern. In der 6. Generation kann man insgesamt 510 Fleißpunkte verteilen. Pro Statuswert maximal 252 Punkte. In Pokémon Let's Go gibt es jetzt aber ein Bonbonsystem. Das heißt, man muss Bonbons sammeln und diese an die Pokémon verfüttern, damit sie stärker werden. Bonbons erhält man zum Beispiel durch Verschicken von Pokémon, Minispiel im Go-Park und wenn ihr mit dem Pokéball Plus mit einem Pokémon drin herumläuft. Das Minispiel im Go-Park könnt ihr freischalten, indem ihr 25 Pokémon der gleichen Art im Park versammelt habt. Also in einem Park. Ihr habt ja mehrere dort. Es gibt 7 unterschiedliche Bonbons. Es gibt einmal die Pokémon-spezifischen Bonbons. Die Bonbons heißen so wie das Pokémon und dahinter Bonbon. Also Evoli-Bonbon, Pikachu-Bonbon. Diese Bonbons können alle Werte plus 1 machen. Was natürlich richtig geil ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Bonbons nicht gerade auf Bäumen wachsen. Energie-Bonbon kann zum Beispiel nur einen Wert erhöhen, und zwar KP. Das nächste Bonbon erhöht nur den Angriffswert, und zwar das Stärke-Bonbon. Passt eigentlich ganz gut. Auch das nächste Bonbon hat einen Namen, der ganz gut passt. Robust-Bonbon. Robustheit kann besser aushalten, also der Verteidigungswert wird erhöht. Krebs-Bonbon erhöht den Spezialangriff um 1. Metall-Bonbon erhöht den Spezialverteidigung plus 1. Soll das Pokémon etwas flotter werden, nimmt ein Flott-Bonbon und erhöht die Initiative um einen Wert. Natürlich könnt ihr jetzt nicht einfach, keine Ahnung, mehrere tausend Bonbons auf ein Pokémon füttern. Irgendwann ist das Pokémon auch mal satt. Nein, tatsächlich, ihr könnt es nicht füttern, bis es platzt. Aber die Verteilung sieht wie folgt aus. Pro Statuswert könnt ihr 200 Bonbons verfüttern. Dabei ist aber zu beachten, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, von den Energiebonbon, Stärkebonbon, Robustbonbon, Krebsbonbon, Metallbonbon oder Flottbonbon benutzt, dann könnt ihr insgesamt 1200 Bonbons verfüttern. Ich kann mir aber gut vorstellen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr aber, wenn ihr die Pokémon-spezifischen Bonbons benutzt, dass diese nur 200 Mal gefüttert werden und wenn ihr aber das Pokémon schon einmal gefüttert habt, dann nur noch 199 Mal. Falls ihr damit Erfahrung habt, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr, sehr freuen.
Als nächstes möchte ich euch darum bitten, mir in den Kommentaren mitzuteilen, ob ihr noch weitere Themen über Pokémon Let's Go wissen wollt. Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und je nachdem, wie die Resonanz so ist, werde ich wahrscheinlich auch ein Video dazu machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir eine Rückmeldung. Schaut in der Videobeschreibung vorbei. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert mich oder folgt mir auf Twitter. Und bis zum nächsten Mal.